Unboxing. Tag gesagt, liebe Bertos. Hier ist wieder der Berti am Mic. Jetzt ist alles schick. Ja, was machen wir heute? Seht ihr diesen Vogel leiden? Nein, was machen wir heute? Wir machen heute mal wieder ein Unboxing. Heute gibt es mal ein bisschen mehr. Ein Dual-Unboxing mit mehreren Sachen, weil Berti hat sich mal wieder gegönnt. Natürlich im Sinne für euch. Ja, Berti hat sich Zeug gekauft, damit er für euch noch ein bisschen mehr Content machen kann. Fangen wir mal direkt an mit damit. Wir lassen uns mal überraschen. Nein, das nehmen wir noch nicht. Wir nehmen das. Da habe ich mehr Lust drauf. So, was haben wir denn hier? Ja, auf jeden Fall ist es Amalon. Ja. Keine Werbung hier. Keine Angst. Der Platte räumt ja schon weg. Vielleicht. So, was haben wir hier? Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Da meine Kamera, meine GoPro 9, doch sehr gerne mal, vor allem wenn ich vorne mit Facecam dieses Gerät betreibe, sehr schnell mal die Hüfchen hochmacht, hat er sich ganz einfach mal einen neuen Akku gekauft. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, ein ganz normaler GoPro Hero Akku. Ich hoffe, der funktioniert. Ist ein Originalprodukt, ist jetzt hier nicht irgend so ein Fake. Also wollte ich jetzt wirklich nicht haben. Ich wollte ein Original haben. Ja, sagt, also im Normalfall bei der GoPro, es ist ja so, wenn sie nur mit dem hinteren Bildschirm betrieben wird und ihr dann auch nach, was ich, 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten Automatik ausschalten, dann funktioniert die wirklich lange. Also ich habe damit schon 70, 80 Minuten aufgenommen und das ist wirklich gut. Ja? Aber wenn ihr natürlich mit der Dualkamera vorne aufnehmt, dann hämmert das Ding richtig rein. Sieht ein bisschen anders aus wie meiner. Wir werden das gleich auch mal testen, ob das funktioniert. Da muss ich dann mal leider meine Handykamera nehmen, weil noch eine GoPro habe ich nicht. Gut, das ist der Akku. Den hat sich der Berti gekauft, damit er noch länger Unsinn für euch machen kann. Was hat er sich noch geholt? Was das zugeklebt? Superman vom Planeten Krypton oder was? So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt hier eine Charging Battery Storage Box. Das ist für GoPro Hero 12, 11, 10 und 9. Die Links werde ich euch von den beiden Sachen in die Kommentare reinmachen, damit ihr dann auch mal schauen könnt. So, ja, was gibt es hier Besonderes dran? Schauen wir uns den Spaß einfach mal an. Da ist das gute Stück. Nur nochmal der Akku. So, dann wollen wir das mal aufmachen. Ist auch schon wieder eine Verpackung vom Planeten Krypton. Oder der Berti ist einfach nicht zaghaft genug. Ich weiß es nicht. Nicht zu dolle kaputt machen. Nicht, dass das Nerv nicht funktioniert. Dann wird es natürlich postwendend zurückgeschickt. Das ist das Gute bei Lamalon. Keine Werbung hier. Man kann es halt anstandslos zurückschicken. Ist natürlich ein ganz schöner Popper, aber das ist auch ein Dualsystem. Ja. So, Kabel ist klar. Ist schon USB-C. Sehr gut. Und das ist jetzt diese Box. Ja, ganz einfach und salopp für drei Akkus geil.
Warum habe ich die gekauft? Unterwegs in der Wildnis ist natürlich schlecht, diesen Akku zu laden. Deswegen eine Box. Ja, da sieht man dann Plus, Minus. Und was ich auch genial finde, hier könnt ihr gleich SD-Karten reinmachen. Das ist natürlich nice. Ja, ich würde mal eher so sagen. Obwohl, nee, so ist schwer. So ist schwer. Also würde ich doch eher so sagen, ja. Ja, guckt. Und so passt das denn. Jo, das ist top. Sehr nice. Kann man drei Akkus reinmachen? Es soll wohl. Ne, eine Beschreibung haben wir hier auch. Aus dem schönen China. Ja. Lang. Habt ihr alles verstanden? Gut. Lauling. Ja, okay, das sind die Indikators, alles klar, das kann man sich alles durchlesen. Auf jeden Fall soll das schon sehr lange halten. Ich habe irgendwas von 50 Stunden gelesen, das ist super. Kommen wir mal zu dem nächsten, was wir noch so haben. Weiter geht's. Was hat er sich noch geholt? Ich war mal im schönen Lodl, keine Werbung hier, und habe mir meine neue Fahrradhandytasche geholt, weil meine jetzt so langsam das Zeitliche segnet. Reißverschluss kaputt. Wie geht das auf? Ich habe keine Ahnung. Man sollte vielleicht ein scharfes Gerät benutzen. Es nennt sich Schere oder Messer. Super. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Das ist einfach nur eine Tasche. Und ich muss sagen, die ist nicht zum Glück nicht ganz so dick wie meine alte. Meine alte war ja riesig. Und die hat sogar ein Clipsystem, was ich sehr geil finde. Schauen wir mal rein. So, hier haben wir das gute Stück. Das ist von der Firma Krivit. Ist die Hausmarke von Jodel. Und so sieht die aus. Und die hat, wie gesagt, hier ein Clipsystem. Das ist nicht mehr wie meine alte mit diesen Schnüren und Bändchen. Und meine alte war auch so starr. So richtig fest. Und das ist natürlich genial. Hier könnt ihr das dann an den Rahmen machen. Mit diesem System. Ist natürlich sehr, sehr, sehr schön. Problem ist an der Sache, können wir das natürlich auch an unser Fahrrad montieren. Weil das sieht schon ziemlich eng aus, muss ich jetzt mal sagen. Ja, das ist schon eine Hausnummer. Hier ist die Anleitung. Okay. Ah, das macht man direkt an den Lenker. Das ist ja, das ist ein Lenkersystem. Das ist gut. Da kriegen wir das locker ran. Ja. Gut. Ein Leckerbissen hat der Berti noch. Kommen wir zum letzten, aber auch dem besten Päckchen. Da der Berti gerne auch mal ein bisschen Musik hört und er aber nicht so gerne Kopfhörer drinne haben möchte beim Fahrradfahren, weil das ist schlecht, wenn man irgendwelche Signale oder so hören muss, so Martinshorn oder wie auch immer, ja. Hat er sich gedacht, ich habe zwar eine Bluetooth-Box, aber eben keine, was man so ans Fahrrad montieren kann. Ja, ich bin Ossi, man könnte natürlich auch einen Kabelbinder nehmen und das da drum zwiebeln, aber das möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht jedes Mal meine gute mitnehmen. Deswegen hat mich der Berti wieder bei Lodl von der Hausmarke einen Bluetooth-Böckchen geholt. Ja, ein Bluetooth-Fahrradlautsprecher, vor allem mit Montage an den Lenker.
Und das war mir sehr wichtig. Akkulaufzeit 8 Stunden bis zu 8 Stunden. IPX7 wasserdicht. Das war mir auch sehr wichtig. Und 5 Watt RMS, das reicht völlig hin. Das werden wir uns natürlich auch alles noch anschauen, weil Berti wäre nicht Berti, wenn er nicht Berti wäre. Hier ist das gute Gerät. Sieht ja schnick aus. Wir kommen noch mal raus, meine kleine Zickerblume. Ah ne, die Zickerblume ist ja gar nicht der Inhalt. Natürlich die Bedienung. Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem Originalzubehör. Natürlich. Ich könnte natürlich auch ein Starkstromkabel anschließen. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem externen Gerät und führen Sie einen Kopplungsvorgang durch. Aha. Die Kopplung ist abgeschlossen, solange ein permanentes Signal ertönt. Das ist ja schon. Das sind ja die ganzen Systeme zum Anschließen. USB-C. Ui, sogar ein Klinker. 3,5 mm Klinkeranschluss. Sehr geil. Was haben wir denn noch so? Das wird dieses Gummierungssystem sein hier. Für sowas hier. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Und hier ist das gute Stück. Klein, aber fein. Schauen wir mal, ist da auch drin? Nö. Das war's. Ah ja, das ist er. Kleiner, aber fein. Reicht völlig hin. Ups. Schauen wir uns mal an, wie das funktionieren könnte. Oder von da nach da. Noch keine Ahnung, aber das finden wir schon raus. Vielleicht. Hier, so sieht das gut aus. Ah ja. So, ah, coole Sache. Guck mal, ah, das kann man auch als Knüppel teilnehmen. Das ist cool. Man merkt sofort. Also für den Preis eine gute Verarbeitung. Knackt nicht, hat keine Ritzen. Hier schön die Anschlüsse. Ja, sehr gut. Das ist schön, schön dicht. Klar, man soll jetzt nicht tauchen damit, ja. Aber Regen hält das auf jeden Fall ab. Das sind halt die ganzen Anschlüsse. Sehr schön. Die Montage war ganz einfach. Ich habe das jetzt mal schon für euch vorbereitet. Ihr haut zuerst den. Nee, das ist schlecht. Kommen wir zur Montage. Also, dieses Clip-Teil, ja, ist der sogenannte Befestigungsclip. Den macht ihr einmal dran und braucht ihr an sich nie wieder lösen. So geht es natürlich nicht, ist logisch, ja. Das Geriffelte nach oben und dann ganz einfach einführen, bis es klickt. Oh, das ist schon an. Habt ihr gehört? Bis es. So, das war's. Du kannst jetzt auch gern wieder ausgehen. So, das ist jetzt der Clip für, ja, für die Hose, Gürtel, wie auch immer. Wenn ihr den doch mal wieder lösen müsst, dann nehmt ihr hier am besten irgendwas Spitzes, Kreuzschraubenzieher oder. Hier wieder in das Loch reindrücken so ein bisschen auf diesen Druckpunkt hier. Hier ist ein so ein Druckpunkt. Einfach nur drauf und dann kriegt das wieder ab. Ist ganz leicht. So. Und dann wieder zack und das ist hier. Das hält bombenfest. Super. Ja. Gut, und wenn ihr jetzt, das ist ja die Fahrradhalterung, wenn ihr die jetzt noch dazu reinmachen wollt, dann müsst ihr die einfach nur hier runterschieben. Ja?
Hier, dann seht ihr hier, wie das hier drauf sitzt. Hier. Und dann klickt ihr das auch nur ein. Zack. Und das ist die ganze Montage. Und hier, das ist ja selbsterklärend, wie das funktioniert. Dafür ist natürlich das Teil, dass man das hier so schön reinmacht. Damit der schöne Lenker keine Kratzer kriegt. So. Ganz einfaches System. Und erst an. Kommen wir zum Pairing-Mode und im Allgemeinen, was was bedeutet. So, Signal, Kontrollleuchte leuchtet blau, gekoppelt, Wiedergabe. Kontrollleuchte blinkt blau, Wiedergabe pausiert. Kontrollleuchte leuchtet violett, Ladevorgang läuft, im On-Modus, Wiedergabe pausiert. Kontrollleuchte leuchtet rot, Ladevorgang läuft, im Off-Modus. Kontrollleuchte blinkt rot, Akku leer. Kontrollleuchte leuchtet grün, Wiedergabe im AUX-Modus. Kontrollleuchte blinkt grün, Wiedergabe pausiert im AUX-Modus. Ja, AUX-Modus, kennt ihr das noch? AUX-Modus ist ganz einfach, wenn ihr dieses Gerät an eine Anlage schließt. Das hat man früher mit Klinker gemacht, mit dieser hier. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Um das Ding zu pairen, müsst ihr erstmal den Wiedergabeknopf drücken. Und so lange, bis dieses Signal erscheint. Dann gehen wir mal auf Bluetooth und dann schauen wir mal, was es so gibt. Na, er sucht noch, er sucht noch. Ich hoffe, ich habe das lange genug gedrückt. Was es hier so alles gibt. Habe ich das lange genug gedrückt? Normal? Jetzt blinkt's. Scanning. Na los, du. Ja, mein Telefon sucht. Ah, ich glaube, es hat da was. Nee, ah, ich glaube, ist der das hier? SBFL5A1. Koppeln. Jo. Der heißt dann, wie ich gerade erwähnt habe, SBFL5A1. Cool. Ja, und damit ist auch der Kopplungsvorgang beendet. Und jetzt ist blau. Und jetzt könnten wir voll loslegen hier mit unserer Hottentottenmucke. So, dann schauen wir mal, was die Bude macht hier. Haha. Der Berti hat früher nämlich mal ein bisschen Musik gemixt. Und hat jetzt extra mal ein Lied rausgesucht. Ist jetzt kein Brüller, aber und dann hören wir uns einfach mal an, was der so raushaut. Ja, super. Das ist übrigens wirklich ein Titel von mir. Sound? Genial. Geil. Nein, also, ey, für den Preis könnt ihr da echt nichts verkehrt machen. Also, Musik super. Für den Preis. Also klar, meine JBL, die ist bisschen besser, aber das Ding, ich sag's euch, das hat 12,99 gekostet, mit allem drum und dran. Fazit, bis jetzt super, also Verarbeitung sehr gut, Clip-Management sehr schön gelöst, aber passt da bloß auf, macht das nicht zu oft. Ihr wisst, Plastik bricht auch gern mal. Deswegen, alles in allem, super Gerät.
Aber der Berti wäre nicht der Berti, wenn er das jetzt nicht noch an seinem Bike baut für euch. Haha. So, dann bauen wir den Schmalz mal hier dran. Das ist kein Schmalz. Das ist gut. Ja, nehmt euch einfach, wie ihr die Höhe haben wollt. Ja? Das ist super elastisch. Man kann es jetzt hier oben dran machen. Also wie ihr möchtet. Ja, also es ist euch überlassen. Ja, das ist ja sowas von leicht. Ja? Also sieht doch natürlich auch super aus. Ja? Also, geil, geil, geil. Ihr solltet bloß aufpassen. Ich hoffe, ihr seht das noch. Hier ist so eine kleine Schraube. Da drückt am besten wirklich gegen. Nicht, dass diese Kontermutter abhaut. So, dann einfach nur drehen, Baby, drehen, Baby. So, und? Hält bombenfest. Kann man auch gut. Kann man echt gut hier bedienen. So sieht das jetzt aus, wenn man jetzt fährt. Einfach hier dann auf Play wieder. Ja, das ist nice. Ah, hier kann man zurück. Sehr geil. Also, ich muss sagen, ich bin ja ist in Ordnung. Ja, klar, ich habe es jetzt nicht ganz festgedreht, aber genial. Das ist übrigens so meine alte Fahrradtasche. Oh, wie groß die ist und wie sperrig. Das muss weg. Die Fahrradtasche ist das gleiche Prinzip. Das brauche ich euch ja nicht zeigen. Einfach nur anschrauben und dann wird das hier aufgeklickt. So sieht die Tasche dann aus. Ganz einfach hier den Knopf hier drücken, dann drauf und fertig. Und dann ist die Tasche auch dran. Sieht natürlich jetzt hier ganz schön future-mäßig hier aus. Jetzt muss Papa sich noch einen riesen Scheinwerfer dran bauen. Ist aber geil, kann man schnell abklippen und dann klaut euch keiner den Kram. Man kennt man ja leider. Batteriepack lädt auch wunderbar. Super. Fazit des heutigen Unboxings. Schwerpunkt liegt natürlich auf dem Silvercrest Bluetooth Fahrradlautsprecher. Also, was soll ich euch sagen? Für den Preis unschlagbar. Verarbeitung gut. Sound, okay. Wasserdicht nach IPX7, auch ganz kurzes Untertauchen sollte möglich sein. Werde ich jetzt nicht probieren. Montage, sehr einfach. Zwei Kriterien habe ich an diesem Gerät. Das erste ist halt, das Clip-System ist an sich sehr geil. Klar, geht schnell, bup, bup. Aber ich bin immer so ein Mensch, was passiert, wenn das hier mal abbricht? Dann ist er nicht zu gebrauchen. Aber man muss es ja auch nicht abbauen. Und noch ein Manko ist beim Fahrradfahren. Klar, ihr habt das Ding am Rad. Und das hält auch super bombenfest. Das Problem ist jedes Mal, ihr müsst jedes Mal diese Schraube, ja, das ist jetzt kleinlich, aber wenn es mal doch sehr schnell gehen soll, ihr müsst jedes Mal die Schraube lösen, damit ihr das Teil abkriegt. Hätte man vielleicht auch noch ein etwas anderes benutzen können. Ich kenne das auch mit Schnellspannsystem. Einfach ein Schnellspanner, plupp, ja. Das ist das einzige wirkliche Manko, was ich habe an diesem Gerät. Sonst gebe ich diesen Teil nur durch dieses Manko 4 von 5 Sternen, weil 12,99. Maler Liebe. Wollen wir nicht schlecht reden. Ja, für den Preis, es ist hier, es ist knochenfest, es ist super verarbeitet.
4 von 5 Sterne. Alles andere ist halt einfach ein bisschen Schnickschnackzeug. Was soll ich euch dazu sagen? Fahrradtasche, Akkuladegerät und so, das ist einfach nur Kleinkram. Der Sperrpunkt, wie gesagt, Bluetooth, Fahrradlautsprecher, wie heißt er? SBFL 5A1, käuflich zu erwerben bei Lodl für 12,99. Besser geht's nicht. Fahrradtasche hat 4,99 gekostet. Der Akku hat, oh ja, der war ein bisschen teurer, der hat 25 gekostet und diese Akkustation hat um die 23 Euro gekostet. Aber alles in allem guter Kauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, abonnieren, teilen, Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Unboxing. Meine liebe Bertons. Bis dann, euer Berti.